deshalb und da der Wege, weil ich dadurch, liebe Tann, 30 Euro sparen kann. Die klar Tann, da nicht mal lalle, krächzt, dann ist sie umgefallen. Kleine Sünde, sagt der Wort, straft der liebe Gott sofort. Auch der Baba hört, wie's kimmt, erfuhr, dass dieses Sprichwort stimmt. Denn die Schonung war besetzt. 20 Wildsäu sah er jetzt und ein Eber, riesig groß, ging mit Grunze offen los. Und der Papa und sein Brave ist gespurt und ach gelave, wie ein Blitz vor Angst und Schreck, noch schneller wie der Zadopek, klettert schließlich auf eine Buche vor der Sau. Heut gehen mir zwar Schlittschuhlarve, hat die Mama angeregt. Der See ist zugefroren und Schlittschuh haben wir auch noch. Aber die sind doch von Anno Dubak, hatte Baba lustlos widersprochen. Die müssen noch an die Schuhtrage geschraubt werden. So aal sind die. Außerdem sind sie wahrscheinlich stumpf und überhabt. Warum sollen mir zwar, wo man doch das Verfallsdatum längst überschritten habe, noch einmal Schlittschuh laufen? An Weihnachten, das sind bereit. Doch Katz mit Krieg. Nikolaus sein Schlitten packt. Dann beginnt der Weihnachtsmarkt. Bude werden da aufgebaut, Weihnachtsmusik ziemlich laut, Glühwein, Schaschlik gibt's da auch, Bier und Wäsche jeden Tag, uns Gehängsel für den Baum nimmst du auch von dort mit heim. Kerze, die nach Haschisch rieche, Gyros gibt's dort bei den Grieche, Kebabgrießt bei dem Tag, Krippe, selbstgeschnitztes Werk, willst nicht, der Preis steht dran, außerdem, du hast schon an. Flüsse und Bäche waren zugefroren, wann man ausging, kalte Ohren. Also, wann man nicht mussten aus, blieb man lieber gleich zu Haus. Hat sich auf die Couch gepackt, ach, die Heizung war intakt. Stupp war warm, der Fernseher auch. Ganz egal, was man dort sah, denn man war, wie man es ja kennt, wenig später eingepennt. Aufgewacht um Mitternacht, noch ein Rappelchen gemacht. Noch was tue mit der Alt? Na, die Schlafstub viel zu kalt. Fragrit heit nur einen kurzen Kuss. Umgelegt und Exitus. Baba, komm, dreh de ganze Kratze um, denn sonst habe du und ich Weihnachte nix auf dem Tisch. Und die Kinder, bitte sehr, bleibt auch noch de Mare leer. Sohn, sprach ich, jetzt sei bereit, nimm die Axt, es ist soweit, machen tot der Onkel Franz, schließlich ist er nur ganz. Unsern Sohn, bald 20 werder, sprach zu mir, bin ich ein Mörder? Wenn du unseren Franz willst, esse, schlachten selbst, du mich vergessen. Ach, die Frau hat sich gewehrt. Hab ich dir nicht gleich erklärt, dass ich nicht die richtig bin, tot zu machen dein Gewinn? Doch da konnt mer gleich vergesse, der die Gans, statt sie zu esse, am liebste wie ein Hund. Oder hast du als Kind mal an der nassen Wand geschlafen? Der Wunsch, den die Mama hat, war aber auch wirklich ein bisschen pervers. Die Mama wollte nämlich kein Gold und kein Geschmeide, keine neue Küchenmaschine oder ein Kaffeeservice für 80 Personen geschenkt haben. Na, die Mama wollte einfach nur einmal in eine Striptease-Kneipe, um festzustellen, was die Weiber dort haben und was sie nicht hat. Und wenn du nächstes Mal was zu essen haben willst, erfüllst du mir den Wunsch, hat sie gedroht. Also sind sie, weil der Baba nächstes Jahr was zu essen haben wollte, am zweiten Feiertag nach Frankfurt gefahren. Kurz hinter Offenbach haben sie nach langer Suche endlich einen Parkplatz gefunden und sie standen mit dem Taxi ins sogenannte Flussviertel transportieren lassen. Wie sie vor der Striptease-Kneipe angehalten haben und ausgestiegen sind, da hat der Türsteher gesagt, fröhliche Weihnachten, Schambes! Die Maus hat Abraham gehase und in einem kleinen Stall bei Bethlehem gewohnt. Außer ihr gab's da noch einen uralten Ochs, einen Esel, ein paar Schafe und etliche Hinkel mit ihrem Gickel. Und es gab auch noch eine Katz namens Sarah. Aber der hatte Abraham bis jetzt immer geschickt aus dem Weg gehen können. Eigentlich war es ein ganz angenehm Leben, was der Abraham geführt hat. Viel zu tun hat's nicht gegeben für ihn. Und von dem Futter, das an die anderen Viecher verfüttert worden ist, ist immer genießend fernüffrig geblieben. So wurde Abraham zu Fritten, mittlerweile sogar etwas zu fett geworden Maus. Aber letzteres hat ihn nicht gestört, weil er als überzeugter Junggeselle
keine Frau hat, die an ihm rummeckern hätte kennen. Und dann kam dieser denkwürdige 24. Dezember im Jahre 0, von dem damals noch keiner gewusst hat, dass es einmal der denkwürdige 24. Dezember im Jahre 0 werden sollte. Der Abraham hat gerade...